Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist die zweite Ausgabe von meinem Let's Play zu Wreckfest. Ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like wäre sowieso immer gut. Dementsprechend heiße ich euch ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ja, ich habe ja hier diese regionale Juniorenmeisterschaft gestartet. Ein Rennen konnte ich schon gewinnen, nämlich das letzte. Und jetzt beginnt ein neues Rennen beim Servolax Sandpit. Kurze Route. Ja, alles klar. Wir legen direkt los und gucken mal, was wir hier so reißen können in dieser Zeit. Ja, gestern hatte ich ja meinen ersten Kontakt zu dem Spiel. Ich bin ziemlich begeistert, muss sagen. Also, grafisch gefällt es mir sehr gut. Vom Handling her gefällt es mir auch. Also, es hätte alles bedeutend schlimmer kommen können. Von daher bin ich jetzt erstmal ganz, ganz begeistert. Und ich hatte ja gestern schon erwähnt, ja, ich habe da schon seit längerem ein Auge drauf geworfen. Ich wollte es unbedingt mal zocken, so ein bisschen zerstören und... Und dementsprechend freue ich mich, dass es heute soweit ist. Und jetzt habe ich auch die Ladezeiten sehr schön überbrückt mit ein bisschen Geschwafel. Denn jetzt geht's los hier auf dem Servolax Sandpit Rundkurs. Das sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus. Hier ist meine Karre, wie gestern auch. Beende das Rennen in den Top 3. Alles klar, da machen wir gar nicht lang rum, sondern starten direkt durch. Das bin ich. Es geht los und ab, ab geht die Post. Ab durch die Mitte. Da kenne ich nichts. So, dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie auf Top 3 kommen. Vielleicht. Wäre nicht so schlecht. Ja, kurz die Kurve angebremst und schon kann man sich dann hier wunderschön in einen Drift begeben. Also man muss wirklich nur kurz einmal aufs Gas und den Rest macht man dann, kurz auf die Bremse und den Rest machen wir dann mit dem Gas. Das funktioniert echt gut. Was bin ich denn mittlerweile? Dritter? Ah, gut, okay. Ich bin auf dem richtigen Weg. Hahaha, angelehnt. Mir scheißegal. Hier darf ich das. La la la. Soll ich die Formel 1? Hier gibt's keine Strafen, denn ich mach, was ich will. Und wenn er mir dann krumm kommt, dann mache ich kill, kill, kill. So. Wie sieht's aus? Aber hier noch um die linke Ecke. Uah, weit raus, weit raus. Aber kein Problem. Noch sind wir in Führung. Und es ist nur noch... Oh, nur noch eine Runde. Hau ab! So. Also bis jetzt... kann ich nicht klagen. Alles läuft so halbwegs. Klar. Kleinere Fahrfehler ausgenommen. Ich werde auch immer noch verfolgt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier wahnsinnig viel Vorsprung hätte. Aber es reicht. Es wird reichen. Jawohl. Runde 3 abgeschlossen. Beendet. Jawohl. Vielen Dank. Ich danke meiner Mutter, meinem Vater und überhaupt jedem. Vielen Dank. So, Platz 1. Vor Diablo und Ghoul. Grrl. Ja, ja, okay. Vielleicht ganz kurz die Wiederholung. Ich mag das ja immer gern. Ja, wer dieses Let's Play verfolgt, der weiß das auch. Schon allein aus Gründen eines passenden Screenshots. So. Und das kann man hier auch sehr gut machen. Man kann hier alles ausblenden und zack, die Bohne. Schon geht's los. Da bin ich mit. Ich bin der Gestreifte. Mit Längsstreifen, damit ich schlanker wirke. Und ein paar Sternchen, damit ich weiß, wo es lang geht. So. Ja, auf jeden Fall sieht das alles ziemlich überzeugend aus. Oh, hier fliegen schon die Fetzen. Hahaha, den habe ich auch sehr schön in die Begrenzung geschickt. Das habe ich doch sehr gut gemacht. Oh,
kann sogar Pause drücken. Ich wollte kurz mal gucken, nochmal mit den Kameras. Ich fand es ja letztes Mal schon so bemerkenswert, was da so alles geht. Cockpit. Mhm. Verfolgung fern. Verfolgung nah. Ah ne, ist auch schon fern. Frei. Was heißt denn hier frei? Kann ich da einfach... Hä? Hallo? Frei heißt, ich bleibe einfach irgendwo stehen und alles ist, wie es ist. Ah, da gibt es auch... Moment mal, hier gibt es ja noch Ziel. Aha. Sphärisch. Fern. Fern. Mittlerweile bin ich ja schon auf Platz 1. Großartig. Nahverfolgung. Streckenseitig. Ja, streckenseitig sieht natürlich immer noch mit am besten aus. Kleine Frage. Ist halt quasi so wie so eine Kamera. Berichterstattung live vom Crashcar-Rennen. Eieieiei. Also, auf jeden Fall ist alles gut gelaufen. Wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Und, nee, nicht neu starten, sondern setzen fort. Ich kriege wieder meine Kredite und einen Überrollkäfig. Und, ha, Level 3. Firefly. Region Europa, Klasse C, 111. Okay, wow. Gibt es noch mehr freigeschaltete Teile? Da. Super. So, nehme ich noch mehr Punkte mit und setze weiterhin fort. Ja, aber bis jetzt ist es ganz easy. Klar, Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt auch auf leicht gestellt, aber so zum Warmwerden, glaube ich, ist das noch legitim. Wir werden dann nachher mal schauen, wie wir da an der Stelle weitermachen. Hier gibt es jetzt ein interessantes Zusatzziel. Crashe mindestens einen Gegner. Kurze Strecke, Fire Dog Raceway. Ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie gerade schwierig vor, das Rennen zu gewinnen und auf der anderen Seite sich darauf zu konzentrieren, Gegner zu crashen. Hm. Das werden wir jetzt natürlich dann auch gleich rausfinden. Und dann hoffentlich ein passendes Patentrezept dafür finden. Crashe einen Gegner. Naja. So. Dann sind wir jetzt auch gleich so weit. Hier 80% und 90 und 93 und zack. So, auf geht's. Firewalk Raceway. Gar nicht so einfach. Sieht gut aus. Ist asphaltiert. Das ist ja was ganz Neues. Aber wahrscheinlich nicht gänzlich. Müssen wir mal gucken. So, los geht's. Crashe ein Gegner. Hier. Nimm das, du Sau! Oh! Uah. Ich frag mich echt, wie soll ich denn den crashen? Ah, hier haben wir auch schon die Antwort zum Thema asphaltiert. Uah, du Sau! Ja, dann nimm das! Aber es zählt noch nicht als gecrashed. Ich versuche jetzt trotzdem mal erstmal wieder mich nach vorne zu orientieren, weil so kommen wir ja hier nicht weiter. Ich will ja auch gewinnen, wenn es irgendwie geht. Und ich habe ja nur 3 Runden Zeit, bin aber immerhin schon wieder auf Platz 6 gelandet. Das ist doch schon mal gar nicht so unerfreulich. Oh, das war zu optimistisch. Scheiße. Ah, nein. Eieiei. Neuer Rivale, Smokey. Smokey, du bist ein Arschloch. Halten wir es einfach mal so fest. Wir zwei haben jetzt eine Rechnung miteinander offen. Und müssen mal gucken. Ich bin immer noch auf Platz 6. Hab noch keinen Gegner gecrashed. Das Rennen nicht gewonnen. Aber jetzt habe ich mich doch zumindest mal ordentlich an meinen Kontrahenten vorbeigeschlichen. So, Runde. Was macht er jetzt da vorne? Jetzt dreht er komplett durch. So, ich habe mich auf Platz 1 vorgeschlichen. Das ist schon mal erfreulich.
Jetzt muss ich wieder auf diese ominöse Kurve achten, wo es mich gerade eben schon rausgetragen hat. Das sollte mir, wenn es irgendwie geht, nicht nochmal passieren. Das müsste die hier gewesen sein. So. Ja, also ein wenig spannendes Rennen, finde ich bis jetzt. Also mal abgesehen davon, dass ich am Anfang noch ein bisschen größere Schwierigkeiten hatte. Aber jetzt gerade habe ich es immerhin wieder geschafft, mich ganz nach vorne durchzuarbeiten. Das ist doch schon mal ganz gut. So, fortsetzen. Was ich leider nicht geschafft habe, ist mir da tatsächlich... Oh, das ist natürlich doof. Mir da tatsächlich irgendwie den Gegner rauszudrehen. Aber gewonnen habe ich. Ist schon mal nicht schlecht. Sprich, was auch immer dieser Bonuspunkt ist, den habe ich nicht bekommen. Aber das... So, ich kann ja dann nachher noch so ein bisschen anfangen, Dinge zu bereinigen, um möglichst viele Sterne zu sammeln. Hoffentlich gibt es dafür auch eine Trophy. Tippe ich mal ganz stark. Hier hatte ich ein bisschen gemetzelt gleich am Anfang. Ja, und dann wurde ich auch rausgedrängt. Hab mich aber revanchiert. Und irgendwann jetzt, dann müsste doch diese Szene kommen, wo ich mir diesen Rivalen angelacht habe. Beziehungsweise er in mich reingecrasht ist. So. Ja, hier ist schon was los. So. Bemerkenswert. Ja, prima. Das verspricht alles, noch eine Riesensause zu werden. Oh ja, hier hatte ich Angst, dass ich das war die Szene, oder? Dass ich hier voll in dieses Plakat da rein donner, in dieses Gestänge unten, in die Halterung. Und dass ich dann da quasi mich irgendwie festfahre. Dann wäre das Rennen auf jeden Fall vorbei gewesen. So aber hat es ja alles ganz gut geklappt. So, prima. Ich kriege wieder meine Kredite. Sportvergaser Rocket kriege ich auch noch. Muss ich mal demnächst schauen, wie ich mir das Ganze hier dann irgendwo einbauen kann. Oder würde ich nämlich vorschlagen, gehen wir direkt zum nächsten Rennen. Denn ich glaube, eins ist es noch, um dieses Gesamtevent sozusagen abzuschließen. Oder täusche ich mich jetzt da? Zusatzziele, verursache mindestens 500 Schaden. Drei Runden, alles klar. Ja, wir legen einfach direkt los. 500 Schaden, also so wie ich gesehen habe, einmal rausdrehen hat er, glaube ich, so 100 Punkte gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Zusammenstoß waren 50 Punkte. Also ich muss halt ein bisschen so um mich schlagen, nehme ich mal an. Wobei es sicherlich einfacher wird mit fortschreitender Spieldauer, weil ich dann auch wahrscheinlich neue Autos bekomme. Und wenn ich dann mit denen an den Start gehe, dann ist es quasi irgendwann mal volles Gemetzel. Aber jetzt gerade ist es, glaube ich, noch ein bisschen eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu kriegen, also sprich zu gewinnen und möglichst viele Gegner zu crashen. Aber mal schauen. Bis jetzt lief es ja ganz gut. Ich kann mich ja echt nicht beschweren. Sandstone Raceway, kurze Route. Ja, sehr schön. Luftaufnahmen mit der Drohne. Und jetzt geht's auch direkt los. Also, 500 Punkte brauchen wir für die Extra-Challenge. Fangen wir doch gleich mal an und gucken mal, wo wir uns überall anlehnen können. Diese kleinen Kollisionen hier, das bringt auch wahrscheinlich noch nichts. Es müssen schon so größere Tuscher sein, die man mal absolviert. Aber ich glaube, dazu werde ich Gelegenheiten finden. Ich halte einfach mal drauf. Hier, der versucht mich tatsächlich zu drehen. Der Slam Master hat mich überholt. So. Ziel erreicht. Ah, ich habe das schon geschafft. Ja, cool. Das ist geil, richtig mitbekommen. Aber jetzt kann ich mich natürlich nur noch aufs Rennen konzentrieren. Tipptopp, ich bin auf Platz 3. Alles gut. Das ist noch... Das
ist noch im Rahmen. Meine Gegner sind auch nicht enteilt. Also sprich, da geht noch was. Ja, genau. Und jetzt? Nix weg. Oh, er kommt her. Ah, zu weit innen, zu weit innen. Ah. Oh Gott, da ging die Drehzahl in den Keller. Jetzt wird auch nochmal eine enge Kurve. Ich hab's kommen sehen, aber konnte trotzdem nichts draus machen. So. Aber jetzt. Aber jetzt. Letzte Runde. Beste Runde. Ja, oh nein, oh nein. So. So. Also mein Vorsprung zur Konkurrenz ist minimal. Aber noch sind wir in Führung. Und darauf kommt es ja schließlich an. Eine Sekunde habe ich Vorsprung. Aber jetzt ist es doch dann auch gleich vorbei. Jawohl. Ja, das reicht. Das reicht. Das bringen wir nach Hause. Jawohl, beendet. Großartig. Schnellste Runde 56602. Und ich bin auch der schnellste im ganzen Feld. Ja, dann hier wie immer, einmal ganz kurz. Nur so. Nur für den Kick, für den Augenblick. So, einmal hier und einmal da. Und los geht's. Ja, hier. Auf der Suche nach 500 Punkten. Erstmal quasi noch im Stehen. Den erstbesten. So heißt es. Nicht den ersten und nicht den besten, sondern den erstbesten Gegner gerammt. Ja, ich habe das, wie gesagt, hier gar nicht so richtig mitbekommen mit den Crashes und so. Aber ich habe natürlich schon ein bisschen Kleinholz gemacht. Man sieht es hier. Da, wo ich bin, spielt die Musik. Und dann war es schon relativ überraschend, wie schnell ich die 500 Punkte beisammen hatte. Großartig. Das hat Spaß gemacht. Ich mag das Spiel. Ja. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Oh, die Pausefunktion mag ich auch. So, Wiederholung beenden. Jawohl. Fortsetzen. Jawohl. Und ich krieg einen Frontspoiler. Eine Rennlippe. Super. Gibt es auch noch ein paar Punkte? Reicht das für Level 4? Jawohl. Boah. Hammer. So, ich muss demnächst mal unbedingt in die Garage. Das habe ich schon erkannt. Aber bis jetzt läuft es doch wie am Schnürchen, muss ich fast sagen. Sensationell. Ich bin gespannt, was daraus wird. Abgeschlossen, Endposition, 2 Bonusziele immerhin, 400 Punkte kassiert. Jawohl. So, prima, alles klar. Nächstes Mal in der nächsten Ausgabe widmen wir uns dann dem Banger Blitz, Madman Stadium, was auch immer. Ich bin wahnsinnig gespannt. In diesem Sinne, meine Lieben, morgen geht's weiter, denn mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten und wir sehen uns morgen. Macht's gut, tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen belegt. Hab heute schon 100.000 Autos geknallt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknallt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Teich. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.